Und die SPD wollte gern in diesem Zusammenhang auch gleich das Waffenrecht mit in dieses Paket packen. Und dieses Paket sollte in Rekordzeit durchgepeitscht werden. Am Samstagmorgen, dem 7. September, ist es um 10 Uhr aus dem Bundesinnenministerium an die Regierungsfraktionen gegangen, mit der Bitte um Rückmeldung bis Montagmorgen 10 Uhr, 48 Stunden übers Wochenende. Niemand meiner ehemaligen Kollegen, ich war ja seit 20 Jahren Abgeordneter im Niedersächsischen Landtag, deshalb formuliere ich bewusst, meiner ehemaligen Kollegen im Deutschen Bundestag, wird über das Wochenende diese Vorschläge gelesen haben. Niemand. Vor dem Hintergrund war es auch vollkommen natürlich, dass die Fraktionsspitzen nach 48 Stunden am Montagmorgen signalisiert haben, dieser Entwurf ist in Ordnung, der soll so ins Verfahren. Das war Montagmorgen 10 Uhr. Und nach dem angedachten Timing wäre dieses Sicherheitspaket in der darauffolgenden Woche, in der zweiten und dritten Lesung am Donnerstag im Deutschen Bundestag abschließend beschlossen worden. Und vor diesem Hintergrund hat der neu gegründete Bundesverband der zivilen Legalwaffenbesitzer das getan, was man angesichts dieses engen Zeitfensters überhaupt tun kann. Nämlich eine Petition gestartet. Eine Petition, die nicht den Adressaten hatte, Deutsche Bundestag, sondern eine Petition, die ins Internet über das Instrument Open Petition gestellt wurde und die einen Sinn und Zweck hatte, diesen Aufschrei der legalen Waffenbesitzer Deutschlands, der Schützen, der Jäger, der Traditionswaffenbesitzer und auch andere, die irgendwann verstanden haben, dass sie im Sinne der einschneidenden Messerverbote mit in ihren Grundrechten attackiert werden, die aufzumüden, um eine Petition hinzulegen, die der Politik in Berlin signalisiert, so lassen die Menschen, allen voran die Menschen im ländlichen Raum, nicht mit sich umgehen. Und diese Petition wird, während wir diese Messe in Grünau haben, die 128.000 Zeichner erreichen. Warum ist dieses... Warum ist dieses 128, diese Zahl, für mich so wichtig? Weil damit ist das in der Geschichte dieses Instrumentes Open Petition die viert erfolgreichste Petition, die Deutschland über dieses Instrument erlebt hat. Nichtraucherschutzgesetz war erfolgreicher, GEMA-Gebühren waren erfolgreicher und zur Hochzeit des Russland-Konfliktes das SWIFT-Abkommen, Russland aus dem SWIFT-Abkommen rausschmeißen. Dass wir es geschafft haben, die legalen Waffenbesitzer innerhalb von kürzester Zeit 128.000 Zeichner zu erreichen, ist ein grandioser Erfolg. Und ich bin den 18.311 Bayern, die diese Petition unterzeichnet hat, Ihnen allen persönlich dankbar dafür, dass sie auch in Bayern diese breite Zustimmung gefunden hat. Und insbesondere möchte ich mich ganz persönlich beim Minister Aiwanger bedanken, der nicht nur diese Petition unterzeichnet hat, sondern der das auch über die Social Media gepostet hat, dass dies ein Angriff auf die Grundrechte legaler Bürger ist und wir deshalb mit aller Konsequenz signalisieren müssen, diesen Angriff auf unsere Grundrechte werden wir uns aus prinzipieller Betrachtung nicht gefallen lassen.